Hallo und herzlich willkommen. Weitere Folge noch Frische Marsch mit Mitte Mark auf der Friesenkarte. Es geht weiter beim Kompoststreuen. Wir sind ja hier mit zwei Treckern unterwegs. Der 39 ist unterwegs und wir fahren mit dem 8R ebenfalls Touren. Ist jetzt gerade zweite Mal holen. Sind wir jetzt gerade unterwegs, beziehungsweise erst haben wir mitgebracht, zweite haben wir, also erst haben wir schon geholt und zweite sind wir jetzt gerade im Endeffekt dritte Tour. Letzte Woche, gar nicht wahr, gestern haben wir über unsere Abschlussprüfung, beziehungsweise über meine Abschlussprüfung gesprochen, weil wir heute dann die ersten Informationen dazu bekommen haben, was sich in diesem Jahr im Endeffekt alles ändert, beziehungsweise ändern soll, im Gegensatz zum letzten Jahr. Um das nochmal ganz kurz aufzufrischen, im Endeffekt ist alles über den Haufen geschmissen. Dieses Jahr, wir kriegen eine angepasste Prüfung an eine, denn wir haben dieses Jahr 5 oder 6 Innungen oder auch vielleicht nur 4 Innungen, die eine Prüfung digital ablegen und diese digitalen Prüfungen verschiedene Sachen nicht möglich machen, wie zum Beispiel komplizierte Rechnungen oder sonstige Sachen, da diese Prüfungen ebenfalls digital überprüft und ausgewertet werden sollen und da keine menschliche Person eingreifen soll, in Anführungsstrichen. Natürlich, diese Prüfungen, die digital geschrieben werden, müssen natürlich dann auch, um einen Ausgleich zu schaffen, dann auch auf Papierversion geschrieben werden für die Leute, die diese Prüfung halt dadurch, dass sie in anderen Innungen sind, halt weiterhin auf Papier schreiben, weil, wie gesagt, diese PC-Innungen, die dies ja diese Prüfung digital ablegen, nur Test-Innungen sind. Die schreiben natürlich auch ganz reguläre Prüfung, gar keine Frage, die ist auch gewertet, gewichtet, gar keine Frage. Ist aber dies ja halt Test, weil wegen testen wie soll. Genau. Das heißt im Endeffekt, diese Prüfung, die halt digital mit Drag and Drop und was weiß ich nicht, Verfahren und Ankreuzsachen gestellt wird, wird natürlich dann auch dieses Jahr digital im Endeffekt, wird auch dieses Jahr dann halt im Endeffekt auf Printversion, muss natürlich dann im Endeffekt genauso aussehen wie die digitale Version. Das ist dieses Jahr so ein bisschen das, die Baustelle an sich. Des Weiteren wird uns natürlich nicht nur das ist Neuheit, sondern auch dieses Jahr ist es der Fall, dass zum Beispiel sonst schreiben meine Berufsschulklasse und die Berufsschulklasse einer anderen Schule zusammen an meiner Berufsschulklasse. Das findet dieses Jahr nicht statt, da diese Berufsschulklasse diese digitale Prüfung macht. Das heißt, die sitzen halt nicht bei uns dabei, die sind halt bei sich. In ihrer Berufsschule schreiben die dort und wir schreiben die halt dieses Jahr bei uns. Das ist halt ebenfalls neu und anders. Für uns jetzt kein großes Problem, weil wir haben halt noch nie zusammen eine Prüfung geschrieben, denn auch die Zwischenprüfung haben wir nicht zusammenschreiben können wegen Corona. Da haben wir in Innungen geschrieben, also unsere Klasse wurde aufgeteilt in 2 Innungen, wir sind ja 2 Innungen und können halt und haben halt dann ersten Samstag die erste Innung und ein paar Wochen beziehungsweise ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später erst die andere Innung, weil die halt hinterher hinkte des Todes. Das heißt, wir hatten unsere Zwischenprüfung schon längst fertig, da hatten die ihre Theorieprüfung noch nicht mal abgelegt. Also ich wusste schon, dass ich bestanden habe, also eine gute Note oder eine Note habe für die Prüfung, wo die andere Innung noch gar nicht bei uns aus der Berufsschulklasse im Endeffekt durchgelaufen ist. So praktisch, theoretisch. Genau. Genau, Abschlussprüfung halt dies ja dann der Fall, dass halt diese Prüfungen durch eine Person im Endeffekt geschrieben, also es wird durch einen Ausschuss, werden Prüfungsthemen rausgesucht, dann werden diese Prüfungsthemen im Endeffekt eingekauft, dass sie halt nicht im Endeffekt selber rechnen müssen im Endeffekt. Diese Person macht das nicht mehr, da die dieses Jahr in Rente geht, sodass wir halt jetzt das neue System nutzen und halt, wie dies ja dann so ein bisschen Baustelle haben, muss ich ja sagen, wie es ist. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es verarbeiten soll. Wir haben es jetzt erst gehört, es ist noch keine 9 Stunden her, wo wir es gehört haben, es ist noch keine 6 Stunden her. Ja doch, 6 Stunden ist es schon her. Es ist auch noch keine 8 Stunden her, keine 9 Stunden her, wo wir das gehört haben, wie es ablaufen soll. Wo sich natürlich jetzt noch Fragen stellen, wo unser Berufsschullehrer auch so manche Features noch, unsere Sachen noch gar nicht weiß, wie es ablaufen soll, wie man es machen soll und so weiter. Dass wir halt dies Jahr halt dann echt ein bisschen davor stehen mit der Sache, wie läuft das? Was machen wir? Schwierig. Er weiß selber noch nicht so hundertprozentig, wie es läuft.
und so weiter. Das ist halt alles noch so ein bisschen fraglich, weil wir auch in zwei Innungen zusammengewürfelt sind bei unserer Berufsschulklasse, was theoretisch nicht das Problem ist bei einer Abschlussprüfung, zumindest bei der alten nicht. Laut dem Ausschuss, im Prüfungsausschuss, soll nämlich meine Innung digital schreiben. Dadurch, dass wir aber in einer ganz anderen Berufsschulklasse sitzen, möchte unser Berufsschullehrer uns nicht in die andere Berufsschule schicken, dass wir da digital unsere Prüfung ablegen. Das findet er total dumm und total dämlich. Deswegen wird er sich davor sträuben, uns 8 Leute oder was wir sind, am Prüfungstag nach der anderen Berufsschule zu schicken, um dort diese Prüfung abzulegen. Nur weil wir das digital machen, noch nie digital gemacht haben und so weiter. Das ist halt immer so ein bisschen Sache, dass die da halt im Endeffekt so unterschiedliche Sachen mal wieder zusammen mischen und so einen Scheiß. Anstatt, dass die sagen, wir machen das, die nächste Gruppe, die ihre Teil 1 Prüfung hat, also die Zwischenprüfung, dass die sagen, wir machen da den Test der digitalen Technik. Denn im Endeffekt ist es nichts anderes als jetzt unsere Abschlussprüfung, nur dass diese Prüfung, also die Teil 1 Prüfung, die Zwischenprüfung, eine Gewichtung von 30% hat. Und die ich jetzt schreibe, 70%. Anstatt dass man da einfach sagt, komm, egal, wir machen jetzt mit der nächsten Truppe, die im Endeffekt ihre Zwischenprüfung ablegen muss, machen wir das digital. Lassen uns dann da einfach mal ein bisschen Zeit, dann dauert das halt alles 1-2 Jahre länger. Mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Bringt uns ja in der Zeit keiner um, weil wir es halt immer noch weiterhin auf Printversion machen. Jetzt halt im Endeffekt, wir haben jetzt noch keine 3 Monate mehr, bis wir unsere Prüfung schreiben, eher noch 2,5 Monate. Und jetzt kommen die halt im Endeffekt mit so einer Information rüber, wo man halt vielleicht schon mal sagen könnte, ja, hätte man das nicht schon mal ein paar Monate vorher im Endeffekt sagen können, dass die dies Jahr keine Prüfungsthemen vorgeben und sonstige Sachen. Weil man dann ja immer noch sagen könnte, wir bereiten uns da jetzt ganz anders drauf vor. Denn aktuell steht halt im Raum, dass wir halt unheimliche viele Prüfungsthemen haben, wo irgendwas draus dran kommen könnte. Das halt schwierig. Ich sage und finde ich halt. Ich weiß halt nicht, ob man sich da jetzt so einen großen Kopf drüber machen sollte oder nicht. Ich finde es natürlich scheiße. Weil ich natürlich auch selber schon ein bisschen geplant habe, geguckt habe, wie machst du es mit den Prüfungsthemen, wenn du die weißt, dann arbeitest du dich da ein und kümmerst dich darum und machst dies und jenes. Wenn wir aber jetzt keine Prüfungsthemen bekommen, habe ich natürlich die Arschkarte, dass ich natürlich einen ganzen Haufen mehr lernen muss. Oder mir aneignen muss. Viele Themen haben wir noch gar nicht gemacht. Wenn die drankommen, sind wir halt einfach voll am Arsch. Weil das nächste Problem kommt ja erst noch. Es ist natürlich mal wieder typisch NRW, genau wie mit dem Abitur in NRW, dass wir uns natürlich jetzt mit Bayern zusammentun. Dass das jetzt mit Bayern einheitlich werden soll. Ist natürlich klar, dass die da unten in ihrem tiefsten Bayern natürlich ganz andere Problemstellen haben an Landwirtschaft als hier oben in NRW. Dass die Technik da unten auf einem ähnlichen Stand ist wie hier oben, gar keine Frage. Die kriegen da unten auch ein 6R zu kaufen und ein 8R. Oder was weiß ich nicht. Die werden aber da unten auch moderne Betriebe haben und so weiter. Die werden aber auch noch einen Großteil auch sowas haben wie Melkanlagen oder sonstige Sachen. Da werden die wahrscheinlich auch noch dran rumschrauben. Haben wir gar nicht mehr. Machen wir gar nicht mehr. Weil halt zum Beispiel sagen, wenn Melktechnik drankommt, haben wir halt einfach Pech gehabt und müssen uns halt im Endeffekt das zusammensuchen, was wir im Endeffekt vorher vielleicht mal gehört haben, oder wir müssen halt einfach mal raten, was da hinkommt. Hat unser Berufsschullehrer auch schon gesagt. Also da ist er halt aktuell noch nicht ganz so überzeugt von, weil es halt A mal wieder unheimlich kurzfristig ist und er da auch noch nicht so hundertprozentig sicher ist, wie, was, wieso und so. Das wird sich auch wahrscheinlich, kriegen wir noch 5-mal neue Informationen, mit was wir dürfen und nicht dürfen.
Jetzt ist es erstmal so, dass wir zur Prüfung ist nach aktuellem Stand auch noch das Tabellenbuch zugelassen. Es ist nicht festgelegt, welches Tabellenbuch genutzt wird. Es ist nur festgelegt, dass wir ein Tabellenbuch nutzen dürfen. Gut. Theoretisch gar kein Problem. Wir also im Endeffekt dann heute kurz mit der Klasse besprochen. Wir werden uns unser Landmaschinen-Tabellenbuch besorgen. Denn als wir mit der Ausbildung angefangen haben, gab es dieses Tabellenbuch noch nicht. Das Tabellenbuch ist jetzt gerade mal seit einem Jahr auf dem Markt. Dass wir jetzt mit der Klasse beschlossen haben, wir werden uns jetzt alle dieses Landmaschinen-Tabellenbuch holen, weil das natürlich auf die Landwirtschaft zugeschnitten ist und nicht, wie aktuell das Tabellenbuch, was ich habe, als Kfz. Denn aktuell benutzen wir das Kfz-Tabellenbuch. Da stehen Sachen drin, die braucht kein Mensch. Was interessiert mich, weiß ich nicht. Keine Ahnung was. Was haben Autos, was Trecker haben oder so. Das sind halt so manche Sachen komplett uninteressant. Zum Beispiel in so einem Landmaschinentabellenbuch stehen halt unheimlich wenig Sachen zu zum Beispiel so einem Ladewagen oder sonstige Sachen. Oder zu so einem Mischstreuer oder so. Oder zu bestimmten Antriebsarten oder so, die Autos gar nicht haben oder irgendwie sonstige Sachen. Die halt irgendwelche nur Trecker haben oder Häcksler oder was weiß ich denn. Und wir dann halt aktuell sagen, ne, wir schaffen uns für die Klasse, für uns, dadurch, dass wir aktuell überhaupt nicht wissen, was dran kommt und so weiter und wir Tabellenbuch nutzen dürfen, nehmen wir zumindest das Tabellenbuch, weil vielleicht steht da dann doch nochmal die ein oder andere Information drin, die uns vielleicht halt dann doch den Arsch ein bisschen retten kann. Als Beispiel, Mischstreuer, haben wir schon gemacht, schlechtes Thema. Häcksler, haben wir aktuell noch nicht bearbeitet. Würde ich aber jetzt morgen die Prüfung schreiben, oder übermorgen, oder überübermorgen, könnte ich halt im Endeffekt mit diesem mit dem Tabellenbuch Landmaschinen vielleicht ein bisschen mehr reißen, als mit dem Tabellenbuch der Kraftfahrzeugtechnik. Weil auch Sachen drin stehen für Busse und so einen ganzen Kram. Brauchen wir halt nicht, haben wir nicht. Haben wir einfach nicht. Oh, das hat aktuell echt, da muss ich jetzt mal ein paar Nächte drüber schlafen, was ich jetzt schon mal gemacht habe. Ich habe gerade auf Amazon mir das Tabellenbuch gekauft. 35,90 € oder was kostet, scheißegal. Wenn ich dadurch die Prüfung bestehe, ist mir auch 50 oder 60 oder 100 Euro wert, ganz ehrlich. Dadurch, dass wir halt einfach überhaupt nicht einschätzen können, wie der Hase rennt. Habe ich gesagt, komm, kauf's, kommt sogar morgen an, soll morgen geliefert werden, ich bin da mal gespannt. Wenn es jetzt auch nächste Woche kommt, ist jetzt auch nicht so dramatisch, weil ob es jetzt einen Tag später oder nicht kommt, ist eigentlich auch egal. Ja, des Weiteren, ich will jetzt aktuell noch nicht so viel Kopf drüber machen, weil ich ganz ehrlich bin, also ich hoffe einmal, dass wir jetzt noch ein paar genauere Informationen kriegen. Unser Berufsschullehrer hat natürlich auch schon Kontakt zur Innung zur Prüfungsausschuss aufgenommen, um im Endeffekt mal seine Meinung dazu zu sagen. Denn vor allen Dingen wir haben ja unheimliche Einbußen, was Lernstoff und so weiter angeht, weil wir halt im Endeffekt Corona Ende 18 ist es. Zweites Ausbildungsjahr im Endeffekt angefangen haben, dieses Problem. Sodass wir halt im Endeffekt jetzt da stehen und halt im Endeffekt das zweite Ausbildungsjahr, weiß nicht, 70% Unterrichtsausfall hatten oder 80% wegen Corona, weil auch digital am Anfang nicht möglich war und bis dann alle informiert sind und keiner wusste, wie es ist und geht und macht und tut. Wo ich dann jetzt so denke, pff, ja, machen wir mal. Ist aktuell halt echt so ein bisschen ein Leidenskrieg, so eine, weiß ich nicht. Boah, ich weiß aktuell nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sich das alles noch ein bisschen wieder normalisiert zu dem normalen Stand, so, wenn wir zumindestens Prüfungsthemen bekommen würden. Wäre uns alle der Arsch aktuell erstmal ein bisschen gerettet. Aber bisher alle so, fickt euch,
guckt, wie ihr zurechtkommt. Das ist auch aktuell so der Stand, der unser Berufsschullehrer so in den E-Mail-Kontakten wiedergespiegelt bekommt. So, ja, aufgenommen, aber im Endeffekt interessiert es mich nicht. Guckt, wie ihr selber zurechtkommt. Boah, ja. Gut. Will ich euch aber nicht mehr mit nerven. Ich hoffe, nächste Folge finden wir ein anderes Thema. Schreibt mir eure Meinung dazu. Wie war es bei euch? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis dann, danke. Tschüss.